Wir sind am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, hier im Living Lab Service Robotik, sind hier beim Team Laurope. Wir sind tatsächlich ein sehr schön gemixtes Team aus verschiedenen Bereichen. Wir haben Elektrotechniker, Informatiker, Maschinenbauer im Team. Also ich denke, wir haben ein sehr gutes, sehr lockeres Team. Wir haben hier Mitarbeiter vom FZI, aber eben auch Studenten, die uns unterstützen. Und das ganze Team zieht da eigentlich an einem Strang. Also es macht wirklich Spaß. Ich bin sehr glücklich und froh über das Team. Top Team, top Motivation. Ja, man sieht's ja, Lauron sieht ein bisschen komisch aus und das kommt, weil wir uns an der Stabheuschrecke orientieren. Heuschrecke hat den Vorteil, dass sie 6 Beine hat, damit statisch stabil läuft. Das ist wie so beim dreibeinigen Schemel. Ich kann immer mit 3 Beinen sicher und stabil stehen und damit komme ich wirklich über Stock und Stein. Wir versuchen, die Natur als Vorbild zu nehmen, sie nicht zu kopieren, aber eben die guten Eigenschaften von der Natur zu übernehmen und uns das als Tugend, als Vorbild für unseren Roboter zu geben. Es ist komplett Eigenentwicklung. Sämtliche Konstruktionsteile sind bei uns hier in CAD entwickelt worden. Sämtliche Elektronik ist hier im Haus entstanden und auch natürlich die ganze Software. Es ist nicht per Hand, sondern per Bein, ja, kann man sagen. Wir haben, das ist glaube ich auch eine Besonderheit von Lauron, wir haben dort einen sehr robusten zwei Fingergreifer im Grunde entwickelt, der sich auch zurückfahren lässt, damit Lauron damit laufen kann. Und den nutzen wir, um die Objekte zu greifen. Ich glaube, wir sind für das Spaceport Camp sehr gut vorbereitet. Beim letzten Spaceport Cup sind wir beim Start leider stehen geblieben. Ja, da hatten wir noch ein paar Software-Probleme. Und wir haben alles, was wir entwickelt haben, eigentlich noch mal vorangebracht und in einen besseren Zustand gebracht. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall gut was zeigen können.